So, hier ist eine Lichtgeschwindigkeit mit einer großen Rarität des Münchner Malers Karl Spitzweg, bayerischer Sonderimpressionismus, nenne ich das mal, mit biedermeierlichem Format. The Morning After the Party, hier die Fastnachtsstimmung. Das Bild wird hier genannt in Stuttgart in der Gemäldegalerie, Staatsgemäldegalerie. Ash Wednesday, also Aschermittwoch wird es genannt. Und hier sitzt also die Figur im Keller. Man soll die Katerstimmung merken. Symbolisch gegenüber steht ein Krug des Andenkens. Und aus dem Kellerfenster sieht man die Schatten des Gitters und das Licht, den Lichtkegel. Dieser Fastnachtsmorgen, Katerstimmung von Karl Spitzweg, ist Sujet aus meiner Zug ins Feld Otto Nebel Kriegsmalerei. Das erste Bild und das 18. große 2,40 Meter Quadratbild hat diese Figur zitiert in verschiedenen Varianten. Und ich kann es nur sagen, wer mal wirklich die Grandiosität der Malerei erkennen will und dann von mir den Namen Karl Spitzweg, geboren 1808 bis 1885, der in Italien gereist ist und gemalt hat und überwiegend in München und um München herum gelebt hat, gelernter Apotheker Spitzweg, der diese kleinen Bilder auf Holz und Pappen gemalt hat mit Ölfarben, ist einer der ganz großen deutschen Malermeister. Geniale Malerei, Karl Spitzweg. Hier in Stuttgart sind mehrere Bilder, ich möchte aber nur diesen Aschermittwoch hier jetzt zeigen. So, schönen Dank für den Aufmerksamkeit.